Da war schon wieder einer verkackt. Ja, doch, so ist besser. Ach ja, Feldarbeit. Stimmt, jetzt sind wir wieder ins Labern gekommen. Habe ich nicht eigentlich gesagt, ich will solche Themen vermeiden? Rachemensch. Über Rachemenschen haben wir gesprochen. Na okay, aber andererseits, ich glaube, jeder von uns hat mal mindestens einen Rachemenschen kennengelernt. Keine Ahnung. Finde ich immer sehr dubios, wenn sich so Leute so verhalten. Ne, so dieses na warte denken. Und dann so, eigentlich ist man der Gekränkte, aber will den anderen kränken. Ist da? Finde ich immer ein bisschen schwach. Schwache Charaktereigenschaft. Steh doch drüber. Oder, wenn du ein Problem hast, sprich es an. Ne? Ob jetzt als Kumpel, ob ein Kumpel Grenzen überschreitet oder dein Beziehungspartner Grenzen überschreitet, sprich es an. Aber reagiere nicht mit Konter-Dings. Ne? Also, wenn etwas Schlimmes passiert, dann nicht so, na warte, jetzt kriegst du auch mal was Schlimmes ab, dann weißt du, wie sich das anfühlt. So, ne? Toll. Stellt euch vor, das würde jeder Mensch so handhaben. So, Auge um Auge mäßig, ne? Stimmt, das war ja damals auch eine Regel, die in einigen Teilen der Welt immer noch gilt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also, ne, ich hab dir Schaden zugefügt, zum Beispiel irgendein Gegenstand von dir zerstört, und deswegen darfst du jetzt auch einen Gegenstand von mir zerstören. Und das gleiche gilt sogar für krasse Sachen, ne, wie, deswegen heißt es Auge um Auge, Zahn um Zahn, auch bei Verletzungen von Menschen oder sogar bei, wenn jemand irgendwie getötet wurde oder so, dann darf man jemand anderen töten. Was ist denn das für eine plumpe Regel? Und wie sich zeigt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, diese Regel funktioniert in Anführungsstrichen, aber nur, solange man die Regel nicht anwendet. Sie funktioniert nur als Abschreckung, weil sobald man nämlich damit loslegt und es anwendet, dann gibt es eine Spirale, die immer schlimmer wird, ne? Weil ja, so, jemand, zum Beispiel ein Unfall ist passiert und eine Person ist gestorben, dann okay, dafür töte ich jetzt den und den. Und dann tötest du den und dann denkt die Familie, hä, aber das war doch ein Unfall, das war ja ungerechtmäßig. Okay, dafür töte ich jetzt den und den. Und dann töte ich den und töten den und alle bringen sich gegenseitig um. Super. Tolles Gesetz. Hat ja alles super geregelt. Oh Mann, ich rede schon wieder über diese Themen. Es tut mir leid. Ich kann es nicht lassen. Ich glaube, das gehört einfach zu meinem Wesen. Wenn ich philosophiere dann über sowas. Weiß ich nicht, ich beschäftige mich aber auch gerne mit sowas. Mit so moralischen Grenzen. Oder Moral, also Moralvorstellungen von Menschen überhaupt. Finde ich sehr faszinierend. Weil ich glaube, da beschäftigen sich Menschen nicht immer so viel mit. Sondern sie reagieren einfach impulsiv, also wie sie sich gerade fühlen, aus dem Bauch heraus. Ne? Und dadurch, also das sozusagen irrational. Ne? Und was auf was für Lösungen Menschen dabei kommen, die sich gekränkt fühlen, das finde ich irgendwie faszinierend, aber irgendwie auch ein bisschen erschreckend. Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch Leute, die ziehen sich True Crimes rein. Da kenne ich auch welche. Also, das ist ja eigentlich genau das gleiche Phänomen, ne? Du siehst die Abgründe der Menschheit. Also, was es tatsächlich für krasse Menschen gibt, ne? Ich glaube, das ist einfach faszinierend. Gut, wie auch immer, Feldarbeit ist durch. Wir gehen wieder zurück. So, perfekt. Dann hätten wir das auf jeden Fall auch schon mal abgehakt. Und ich schmeiß das Korn mal in die Kiste. Gucken wir mal, wie viel wir haben. Boah, ja. Wenn wir jetzt dann beim nächsten Mal alles abernten, sollten wir sogar vielleicht die Reihe und das hier unten voll kriegen. Oder wir kriegen die Reihe so bis hierhin voll, ne? Not bad, not bad, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir denn hier? Fische und Reptilien. Holz, Honig, Nadel. Oh. Ja, keine Ahnung, was wir hier machen, Alter. Ich mach mal so. So, den
da, den da und so. Ne, dann das füllt sich von unten auf und das füllt sich sozusagen von oben auf. Finde ich besser sortiert. Dann haben wir 5 Holz, eine Nadel. Nadeln suche ich jedes Mal, ne? Ja, weil wir die auch umsortiert hatten. Die hatten wir mal irgendwo hier. Ich glaube, da wo jetzt Knochen sind. Und dann habe ich die beiden getauscht. Also habe ich die getauscht, weil Zähne und Knochen sollen beieinander sein. Ich glaube, ihr erinnert euch. Ah, das Werkzeug kann natürlich auch weg. Rein damit. So. Hervorragend. Dann nach unten und den einen Barren weggebracht. Stimmt. Können wir uns hier in dieser Kante immer festhängen? Zapfi, was los? Er geht den Keller runter. Oh oh, und er geht wieder hoch. Ja, ich glaube, wir haben den echt traumatisiert. Das tut mir sehr leid. Hä? Ach, das war gar kein Barren, das war Erz. Ich Narr. Eine Narretei. Rein damit. Und nach oben. So, jetzt haben wir aber alles einsortiert. Der kann wieder dahin, das kann wieder angezogen werden. Und wir können uns auch das reinhauen. Brad. Ich mache außerdem mal so. Und theoretisch können wir schon anfangen, Salat zu machen, ne? Stimmt. Wir sind noch nicht fertig mit Feldarbeit. Ein Augenblick. Werkzeug. Und wir brauchen die gelben Pilze. Da müssen wir dringend wieder welche anbauen. Ich nehme sogar nochmal. So. Ordentlich. Ich glaube, wir verdreifachen sie immer. Oder verdoppeln. Ich glaube, wir verdreifachen sie jedes Mal. Aber bleibt nicht aus. Wir müssen also in die Mistlands. Ich brauche die Fackel nicht. Also die Schwaden, das Schwadending. Ich mach das mal so. Nebellandebase. So. Moment. So. Perfekt, dann öffne ich das hier erstmal. Also öffne ich, leere ich aus, meine ich. So, schmeiß das hier hin. Dann können wir nämlich gleich nochmal, wenn wir fertig sind, alles abernten. Und hier würde ich einfach tatsächlich die komplette Fläche eindecken. So und so. Und hier weiß ich noch, die brauchen ordentlich Platz. Oh, stimmt. Und die könnten vergehen, weil die nicht nach oben einen Strahl schießen können, ne? Stimmt. Soll ich den Stein wegbrechen? Ah nee, da sieht er so hässlich. Da, das meine ich, ne? Benötigt einen freien Himmel. Ja, gut. Alles klar, dann ziehe ich mal hier so eine Line. So. Sehr gut. Ich hoffe, der Platz reicht. Ich glaube aber ja. Hier haben wir das gleiche Problem. Ah, obwohl, hier können wir ein bisschen dichter an die Kante ran. So. Und ich glaube, sowas ist zu dicht. Ja, ja. Die Pilze brauchen ordentlich Space. Ordentlich Place. Nur so wie wenn dann eine Buchseite, heißt ja Page, und dass man das einfach als Zeit übersetzt. Bookside. Warum ist die Ausdauer wieder so lame? Liegt das an seinem Snack? Stimmt, kann es eigentlich sein, dass unsere Ausdauer sich prozentual regeneriert? Warte mal. Ausgeruht. Ausdauer plus 100%. Aber das bedeutet ja nicht... Ja, wir können sie nicht erhöhen, ne? Oder, also wisst ihr, was ich meine? Wenn wir 100 Ausdauer haben und wenn wir 300 Ausdauer haben, dann regeneriert bei 300 Ausdauer die Ausdauer auch dreimal so schnell. Wisst ihr, was ich meine? Kann das sein? Weil dann würde es sich ja doch lohnen, möglichst viel Ausdauer zu haben. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das hat keinen Unterschied, weil es ist sozusagen immer ein fester Wert. Also wir haben eine Regeneration von, keine Ahnung, ich schätze das mal, 2, 3, irgendwie so 20, 30 Ausdauer, sagen wir 25 Ausdauer pro Sekunde. Und wenn wir gut ausgeruht sind, dann verdoppelt sich der Wert. Aber dass der Wert immer fest ist, egal was wir gegessen haben,
Ich glaube ja. Das Einzige, was sich ändert, ist die Lebenregeneration, denn die steht da auch, Heilkraft. 2 HP pro Tick. Da steht aber nichts von Ausdauer. Da steht nur, dass es die Ausdauer erhöht. Ich glaube, da werde ich mich nachher mal schlau lesen. Ob man das irgendwie beeinflussen kann. Oder ob sich das ändert. Also wenn wir richtig viel Ausdauer haben, dass es dann auch schneller reckt. Aber ich glaube nicht. Ihr seid wahrscheinlich wieder schneller. Könnt ihr mal eure Berichte in die Kommentare schreiben. Aber wahrscheinlich habe ich es schon recherchiert bis dahin. Da, ne? Das meine ich, weil es ist irgendwie so langsam jetzt. Und ich frage mich, wenn wir jetzt auch noch ein Omelette gegessen hätten, ob das schneller wäre. Hä? Benötigt mehr Platz zum Wachsen. Weil die zu dicht da dran ist oder weil die zu dicht am Rand ist? Ja, ne? Wahrscheinlich, weil hier das, dieser Platz ist zu wenig. Die sind aber alle gelungen. Sehr gut, bis auf die da natürlich. Kann ich auch hier noch eine zwischenquetschen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut. Oh! Hier kann ich ja auch noch. Das sieht gar nicht so aus, aber hier ist auch... Was? Oh, wir haben schon alle angebaut. Warte mal kurz, dann... Ernte ich nochmal. Nehm das hier mit und hol nochmal welche. Run, run, run. Jump. Oh, es ist schon wieder Abend. Aber anders als eben gerade müssen wir, also muss ich wirklich zugeben, diesmal haben wir ordentlich was geschafft. Ich glaube, ein Fuffi reicht. Ich nehme trotzdem 2 mit. Weil das brauchen wir für Salat. Genauso wie Zwiebeln. Oh, Zwiebeln. Oh oh. Ja, doch, haben wir noch. Das ist okay. Genauso wie bei Rüben haben wir sogar beide Reihen voll, ne? Na gut. Was soll's? Also Zwiebeln würde ich jetzt nicht nochmal neu anbauen. Ich glaube, das passt so. Ach, nicht Felder. Nebelande. Und weiter angebaut. Krass, wir kommen hier... Hier ist ja noch richtig viel Platz. Okay. Sehr gut. Ja, hier ist dann aber Schicht im Schacht. Kann sein, dass, ne, dass die jetzt zum Beispiel zu wenig... Platz hier haben und deswegen eingehen. Aber wir haben so viele Pilze. Da können wir das verkraften, dass ein paar kaputt gehen. So. Finde ich auch richtig geil, dass man die Pilze kultivieren kann. Weil die anderen Pilze waren ja Sammelobjekte. Und die waren ja sehr, sehr rare. Sag ich mal. Und dass man hier das jetzt selber kultivieren kann, finde ich richtig nice. Ja, natürlich allerdings auch dreist, dass wir dafür in die Mistlands müssen. Aber es ist ja auch ein... Hä, was ist jetzt sein Problem? Oh! Das wusste ich gar nicht. Das ist ja gut zu wissen. Da, der hier braucht freien Himmel, weil da sind Blätter. Und die Blätter halten ihn davon ab. Oh, das sieht ja geil aus. Oh, ich mag den Spot hier. Ne? Verglichen mit der alten Base, die wir hatten, ist das doch voll hübsch hier. Aber wie auch immer, wir bringen das dann mal eben fix zu Ende und dann gehen wir erstmal pennen. Ja, hier darf ich nicht zu weit unter die Wurzel ran. Also ich mach mal so. Hätte ich eigentlich gar nicht kultivieren müssen, da hinten die Ecke, ne? Jetzt komme ich jedes Mal in Versuchung, möglichst weit reinzugehen und dann bauen wir Pilze an, die vergehen. Da. Ich sag's gerade noch. Gut. Alter, wie viele Pilze das sind. So viel passen gar nicht in die Kiste. Und von den blauen brauchen wir so gut wie gar keine. Ja, obwohl ich glaube für dieses hier, ne? Und für das? Ich weiß es nicht mehr. Aber da werde ich erst wieder Nahrung herstellen, wenn wir sie brauchen. So. Und ich hatte ja auch gesagt, dass da hinten... Oh, wir haben genau eine Pilze aufgebraucht. Gut, dass hier ja auch noch grüne Fläche ist. Zur Not. Aber ganz ehrlich, das reicht, was wir da haben, oder? Guckt euch das Feld an. Ja, das reicht. Dann ernten wir nochmal Harz.
Her damit. Wie viel haben wir? 51. Not bad. So, jetzt haben wir die Feldarbeit aber erledigt. Sowohl in den Mistlands als auch auf unserem regulären Feld. Magie-Stuff rein. Zack. Dann die Hacke reparieren. Zack. Und rein damit. So. Perfekt. Hervorragend. Ich guck mal kurz auf die To-Do-Liste. To-Farm-Liste. Ja, das und das. Das kann erstmal warten. Ketten brauchen wir eigentlich gar nicht so viele, ne? Ah, doch eigentlich schon. Na, obwohl, so viele Laternen brauchen wir nicht. Ist eigentlich okay. Ich lasse es da mal stehen. Ich habe übrigens auch nochmal überlegt mit den Lagerfarben. Hatte ich ja gemeint, ne? Dass wir diesen Text hier irgendwie farblich machen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das lasse ich lieber bleiben. Oder? Weil sonst sieht das so klatschbunt aus. Und ich finde das irgendwie ganz schick so, dass es so einheitlich ist. Deswegen würde ich das tatsächlich wieder von der To-Do-Liste entfernen. Und Musikbug? Ja, ganz ehrlich, da habe ich immer noch keine Ahnung. Keine Ahnung. Speicher und Zucht. Bei der Zucht müssen wir noch überlegen. Stimmt, den Speicher könnten wir gleich mal machen. Und ich hatte mir auch ein Riesenprojekt überlegt. Aber ich glaube, das lassen wir. Und zwar, dass wir... Die Treppe wird ja hier immer von dieser Mauer so halbiert, ne? Dass wir die komplette Base einen nach außen setzen. Nee, lieber nicht, oder? Boah, das wäre ja ein Riesenprojekt. Vor allem müssten wir die komplette Ummantelung der hier von dem Kernholz nochmal bauen oder uns da was anderes überlegen. Lieber lassen, ne? Ich schmeiß mich mal kurz ins Bett, damit es wieder Tag ist. Sieht hier mit Brennmaterial aus. Alles gut. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich würde sagen, wir jumpen direkt runter. Ja, ich glaube, wir können uns heute mal um den Speicher kümmern. Boah, ist das dunkel. Man sieht ja gar nichts. Ich gehe erstmal nach unten. Nehmen die Abkürzung. Und wir holen uns ohne Ende Holz. So. Und Kohle. Nehmen wir mal ein Stack mit. Zack. Sollte reichen. Oh, wir tragen so viel. 10. Genau die 5 Holz, die ich mit rausgenommen habe. Die hätte ich mal schön da lassen sollen. Na toll. Gut, dann schleppen wir uns kurz hoch. Nein! Oh, Gott sei Dank. So. Dann schmeiße ich diese 5 Holz wieder rein. Zack. Und wir... Warte, stopp. Stopp, stopp, stopp. Für die brauchen wir noch... Ach, Edelholz und Eisen habe ich schon nach oben gebracht. Ich erinnere mich. Gut, perfekt. Und dieses Portal können wir eigentlich so lassen. Und hier müssen wir jetzt alles neu machen. Oh Mann. Haben wir vielleicht die Möglichkeit, hier kurz Licht zu machen? Wir müssten sowas... Ja, warte mal. Wir müssen sowas nehmen, ne? Glibber, Schwade. Wir könnten eine Eisenfackel nehmen, weil wir haben hier Harz. Wo war das denn? hier. Alter, so viele Kisten damit, ne? Das Holz schmeiße ich mal mit in diese Kiste da hinten rein. Da haben wir ja auch Eisen und Edelholz schon drin. Rein, rein, rein. Und das Eisenzeugs nehmen wir raus. Ich baue mal kurz einfach hier random irgendwo Dinger hin, damit wir Licht haben. So. Oh, viel besser. Und dann können wir nämlich ein bisschen managen, wie wir das haben wollen. Ich habe auch überlegt, mit den Laternen zu arbeiten. Mag es aber, wenn es hier ein bisschen dunkler ist, ehrlich gesagt. Ne? Und ich habe mir auch gedacht, wir machen da vielleicht
das so eine Art wie... Ich plane einfach mal drauf los. Das hier rein. So. Und wir nehmen uns Holz raus. Das können wir vielleicht mal so sortieren. Ein Fuffi reicht erstmal. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen das so, dass wir das so absperren. Halt, das sollte so bündig sein. Oben vielleicht sogar offen lassen. Oh. Ah, warte mal. Da könnten wir so machen. Und so. Dann hier so ein Tor ran. Sieht ganz geil aus, ne? So. Und so. Und hier auch dicht. Da oben vielleicht eine Laterne dran, ne? Ja, ja. Finde ich ganz schick. Und dann können wir nämlich hier so weiterziehen. Das hier könnten wir theoretisch auch zubauen. Ich probiere das mal kurz. Wenn ich sage so und so und so und so und so und na komm. So. Stopp. Das erstmal nochmal weg. Hm. Da können wir auch die Laterne hier wegnehmen. Ja, mit dem Stuff. Kupfer. Wir haben nur das Kupfer aufgenommen. Das heißt, da muss irgendwo noch eine Kette und eine Laterne rumfliegen. So, weil vor allem diesen Weihnachtsbaum hier finde ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Weil den haben wir ja gebaut, damit wir unten, wo unser Bett steht, auch natürlich diesen Buff haben, ne? Weil das bringt Gemütlichkeit. Ich stell den mal gerade hin. So. Perfekt. Oh. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Zack. Hm. Und hier nochmal dicht. Und hier könnten wir... Ziehen wir das bis nach oben durch? Nee, oder? Wir könnten sogar theoretisch hier mit Teer arbeiten, oder? Oh. Die Schmiede guckt jetzt ein bisschen raus, ist nicht schlimm. Weil wir ziehen die Wand hier, glaube ich, da gleich noch weiter. Da sieht man das sowieso nicht. Warte mal doch, dann will ich das doch bündig damit haben. Ja. Ja, 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 das finde ich besser. Dann können wir das nämlich ineinander integrieren. Das heißt, wir ziehen das doch bis nach oben durch. Oh, Holz. Hier. Rausgenommen. Und wir machen einmal hier drauf und so. Ah, so ist viel bequemer zu bauen. So, einen halben dazwischen, nicht vergessen. Oh. Einen halben dazwischen, so. Perfekt. Und das hier dicht. Und das hier noch mit denen gefüllt. Nein! Ist jetzt oben, ne? Sehr gut. Dann kann ich das oben aufsammeln. Ja, doch. So kann man das lassen. So. Dann sieht man das nämlich nicht mehr. Ich fand das nämlich die ganze Zeit so semi-hübsch, muss ich zugeben. Vor allem dieser Weihnachtsbaum. Der ist irgendwie so übelst off-lore. So übelst Unviking. Finde ich. So, und noch mehr Holz. Krass. Unten im Lager ist auch kaum noch was, ne? Aber wir haben ja hier noch. Wir sind ja direkt beim Speicher. Und das hier muss ich leider nochmal abreißen. Da muss ich ja eigentlich nur den wegmachen. Der Rest sollte einkrachen. Und dann können wir hier so. Und ich glaube, das ist okay. Dann machen wir hier nämlich das Tor ran. Halt, das große.
Nee, doch. Das soll noch einer so sein. So. Und da machen wir das dran. So. Jo. Das finde ich super. Dann machen wir hier das so weiter. So. Weg damit. Dann hier nach oben. Und so. So. Und hier müssen wir dann noch zwei von denen machen. Und die komplette Reihe ebenfalls. Und gleich ist wieder Holz leer, ne? Wir brauchen für ein so ein Brett ja auch zwei. Für die kleinen jeweils einen. Oh, wie lange ich mich schon davor drücke, das zu machen. So, ne? Dann ist der Speicher ein bisschen versteckt. Ach ja, die Futterstelle für die Hühner. Das können wir eigentlich mal abreißen, oder? Das hatte ich in der einen Folge gemacht, als ich resynced hatte. Daran erinnere ich mich noch. Wir lassen das erstmal. Und ja, ich weiß nicht, weil theoretisch müsste dann da auch noch ein Tor sein, ne? Weißt du was, warum machen wir das nicht einfach? Jo, mach ich. Also, wir machen so. Eins, zwei. Dann das Tor. So. Und hier dran. Und dann bünde ich mit der Trap. So. Bitte sag mir, dass es nicht oben rausragt. Das wäre nett. Oh, der ist falsch. Ich mach mal dagegen. So ist richtig. Und bitte versperre nicht die Treppe. Tut es nicht. Perfekt. Genau so soll das aussehen. Und hier können wir den halben theoretisch noch bis nach oben bündig machen. Wie sieht das aus auf der Treppe? Sieht gut aus. Okay, jetzt kann man hier durchgucken. Das finde ich aber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Finde ich sogar irgendwie cool. Dieser Musikbug. Da geht es immer am meisten auf die Nerven, wenn man immer nur diese Anfangstöne hört. So. Ne? So sehe das dann aus. Und wenn wir hier reingehen, so, würde ich dann einerseits an die Wand, so, da und an die Wand dann sowas bauen, ne? Und das dann natürlich auch ein wenig sortiert. Ich mach mal das Portal, das hatte den Tag Speicher. Weg damit. Her damit. Und hin damit. So. Ist genau die Mitte, ne? Nee. Da ist genau die Mitte. So. Perfekt. Und ich finde, das hier ist schon von der Höhe her genau richtig. Aber damit es einheitlicher ist, sag mal, wir haben schon wieder kein Holz. Ich spaß mir jetzt mal nach unten zu gehen und ich nehme einfach mal hier Holz raus. So. Und dann machen wir 6. Machen. Ja, ist eigentlich egal. Ich mach mal so. Damit wir die Anknüpfpunkte haben. Und so. Immer schön diese halben Bretter. Theoretisch können wir auch schon die ganzen Kisten jeweils vorbereiten, überlege ich gerade. Aber andererseits wäre das vielleicht ein bisschen zu übertrieben. So, bis nach da. Dann die nächste Reihe. Und ich hoffe, ich kann dazwischen... Stopp, das sollte ich erstmal testen. Ich mach mal kurz. So. Ach, dieser Nebel, Alter. So. Oder Staub. Das ist ja. So. Und ich baue mal kurz... 2, 3... Hä? Achso.
Gegenstände verschoben. Ich baue mal kurz zwei, drei Kisten.